Grüß Gott zu einer neuen Minutenpredigt. Sie sehen, ich stehe am Taufbecken, weil wir nachher auch noch eine Taufe haben werden. Und wenn wir die Kinder taufen, in die Kirche aufnehmen, dann geben wir ihnen, aber auch ihren Eltern und Paten eigentlich nicht große Gesetzesbücher mit, an die sie sich halten müssen, sondern eigentlich nur das wichtigste Gebot, nachdem auch im heutigen Evangelium der Schriftgelehrte Jesus fragt: Rabbi, was ist das wichtigste Gebot? Und Jesus nennt dieses wichtige Gebot: Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deinen Gedanken, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten, in diesem Doppelgebot, ist das ganze Gesetz aufgehoben, das uns Christus mitgibt. Da hinein werden unsere Kinder getauft. Das ist also eigentlich nicht viel, aber sehr anstrengend. Gott zu lieben, den wir nicht sehen, ist manchmal einfacher, als den Nächsten zu lieben, den wir sehen und von dem wir nicht nur seine Stärken, sondern auch seine Schwächen kennen. Aber beides gehört zusammen. Wir können Gott eigentlich nicht verehren, wenn wir den Menschen nicht an uns herankommen lassen. Und das ist ja Liebe eigentlich, Menschen an sich herankommen zu lassen, so nahe kommen zu lassen, dass wir sie ganz und gar kennen. Wer also den Menschen, seinen Nächsten lieben lernt, wie sich selbst, der wird fähig, dann auch durch die Anerkennung der Schwäche des anderen seine eigene Schwäche anzunehmen, so wie Gott das auch tut mit uns selber. Und wer versteht, dass Gott unsere Schwächen anerkennt, der kann dann auch diesen Gott lieb haben. Weil einer, der Barmherzigkeit mit meinen Schwächen hat, der ist doch nicht einer, über den ich mich hinwegnehmen und setzen sollte, den ich nicht ernst nehme, sondern dem ich dankbar nahe kommen kann. Und das ist, wie ich gesagt habe, Liebe. Ich freue mich, wenn ich diesem Kind und seinen Eltern und seinen Paten dieses Verständnis von Gott, der uns nahe kommen will, weitergeben kann. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie auch in Ihrem Leben Menschen haben, die Ihnen nahe kommen dürfen, ganz nahe, sodass Sie auch Ihre Schwächen kennen, damit Sie darin dann auch die Liebe Gottes erfahren. In diesem Sinn, einen liebevollen Sonntag.